Hi und herzlich willkommen zurück hier bei Soma. Und um ehrlich zu sein, den Anfang hatte ich schon mal gemacht gehabt und habe erzählt, dass es schon wieder ein bisschen her ist und ich erstmal in die Steuerung reinkommen muss und wo wir jetzt überhaupt sind, was wir machen müssen. Wir müssen erstmal Struktur holen im Übrigen. Was ich aber verpasst habe, ist einfach mal die Aufnahme zu starten. Also, was habe ich gemacht? Nicht viel. Ich habe mir hier die Bilder angeguckt. Das war, glaube ich, das war nicht das Ekligste. War das das Ekligste? Nee. Hier ist auf jeden Fall Experiment. Das hier. Mit der Ratte. Das war irgendwie das ekelhafteste Bild. Das habe ich vorgelesen. Das werde ich gleich nochmal machen. Und ich habe hier drüben noch was gemacht. Dazu komme ich aber gleich. Also ich hoffe, dass ich jetzt besser auch hinkriege mit dem Vorlesen, wie gerade eben. So, Lisa Cameron, Verbindung. Das Strukturgel wurde aufgeladen und hält tatsächlich eine Weile sogar, wenn man es von einer Stromquelle trennt. Wird es auf einen Schaltkreis angewendet, scheint es die Konnektivität zu fördern. So. Funktion. Anscheinend ist es nicht nur die Konnektivität, sondern auch die Funktionalität. Das Gel steuert die Effektivität und Arbeitsleistung einfacher Maschinen. Die Modifikationen, die am Gel vorgenommen hat, sind aber voller zusätzlicher... Ein ewiger Albtraum? Okay. Zusätzliche Informationen, die nicht unbedingt Sinn ergeben. Wird das Gel dagegen auf eine komplexe Maschine angewendet, wirkt es bei einem Wirt wie ein Krebsgeschwür, an dem dieser dann zugrunde geht. Wir könnten das Gel zu unserem Vorteil nutzen, aber dazu muss es vorher unkalibriert werden, um den Schadcode rauszufiltern. Ach, Jacob. Okay, das ist mir vorhin gar nicht aufgefallen, dass das immer andere sind. Pathologie. Habe das Gel auf eine tote Maus angewandt. Das Gel brachte die Maus zurück ins Leben. Sie wurde dann in dasselbe Habitat gesetzt wie eine lebende Maus. Die wiederbelebende Maus war teilnahmslos, während die lebende gestresst wirkte. Nach 15 Minuten griff die wiederbelebte Maus die lebende an und tötete sie. 30 Minuten später hörte die wiederbelebte Maus auf, sich zu bewegen. Der Leichnam war fest, da sich das Gel da drin erhärtet hatte. Ich hoffe, das passiert uns nicht, weil wir das ja auch auf uns irgendwie anwenden müssen. Zumindest müssen wir unseren Geist irgendwie in die Leiche, die wir da gefunden haben, reintransferieren, um weiter runterzukommen. Zumindest stand das so im Text, der im Ladebildschirm war. Habe noch eine Maus mit Strukturgel wiederbelebt. Dieser Versuch erfolgte mit unkalibriertem Gel von Eames. Die Ergebnisse waren beeindruckend. Das Ding wirkt katatonisch, ist aber mehr als ein Schlafwandler. Zur Vermeidung einer Aushärtung wie bei der vorherigen Maus mit Hilfe von Elektromagneten eine schwache elektronische Störrömung im Tier erzeugt. Ich glaube, jetzt habe ich zu schnell gelesen. Entschuldigung. Dies hat uns außerdem ermöglicht, es eingeschränkt zu kontrollieren. Chemische Analyse von Paul. Nimm das Gel, ja, ich weiß. Grundsätzlich bleibt das Strukturgel unverändert. Es ist immer noch dasselbe vernetzte Gel mit ausgerichteten Graphen in einer mehrfach ungesättigten Matrix. Das Problem ist nicht das Gel selbst, sondern die Wow, die sie steuert. Das Gel hat keinerlei neue Eigenschaften angenommen. Die Wow benutzt sie einfach nur auf eine Art und Weise, die wir uns niemals erträumt hätten. Und Claudia Eames, Studienergebnisse. Alles spricht dafür, dass sämtliche deformierte Kreaturen, also der Fisch, die Haie und sogar der Helper, von der Wow über das Strukturgel manipuliert wurden. Auf irgendeine Weise sind sie in dem geladenen Gel ausgesetzt gewesen, was bei ihnen zu krebsartigen Geschwüren führte, die den gesamten Organismus betrafen. Hier nach den Gründen zu fragen ist schwierig, da wir ja von einer KI reden. Aber alles begann kurz nachdem die Erdoberfläche vom Asteroiden zerstört wurde. Ich kann nicht beurteilen, ob es am Schadcode oder am umsichtigen programmierten Gnadentötung handelt, aber es sieht nicht danach aus. Top-Übersetzung. Nur so am Rande. Als ob es uns das Überleben leichter machen würde. Okay. Ich weiß halt auch nicht, was. Wir haben ja hier noch einen. Ich sag mal, Mr. X, einen komischen Unbekannten, der uns, glaube ich, hier ein wenig drüber leiten möchte. Wir sollen noch das Gel nehmen, wir sollen die Wow zerstören. Was ich jetzt hier gemacht habe, und zwar, ich wollte das Ding hier aufmachen, hier ist das Gel drin, hier ist die Platine, sage ich mal, kaputt gegangen. Ich habe hier erstmal ein bisschen rumprobiert, hier war schon eine drin, die habe ich mit dem Gel geballert. Hier ist eine Ratte, die habe ich wiederbelebt. Und hier habe ich, glaube ich, schon das Strukturgel angewendet und dann ist mir aufgefallen, dass ich die Aufnahme nicht gestartet habe. Weiter habe ich jetzt nichts gemacht. Deswegen ging das Vorlesen auch jetzt wesentlich schneller. Ich glaube, da habe ich fast doppelt so lange gebraucht. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob das funktioniert. Okay. Ich kann mich schon wieder nicht bewegen. Das habe ich vorhin auch gehasst. Was haben wir denn hier?
Okay. Ich lasse das mal so. Ich bin mir nicht sicher, ob das gut ist, wenn ich die Ratte jetzt da draußen lasse. Ob mir da jetzt was passiert. Aber ich versuche erstmal wenigstens das Gel wieder zurückzubringen. Achso, jetzt werde ich ja gescannt. Kann ich das überhaupt mitnehmen? Scheint safe zu sein. Ja, ist schön. Was bist du? Wer bist du? Du verfolgst mich jetzt nicht. Aber ich finde es schön, dass ich wieder nach 5-6 Minuten Gänsehaut kriege. Das Gel. Wo... Waren wir hier schon? Doch, das kommt mir bekannt vor. Aber hier konnte ich noch nicht rein, oder? Okay. Also ich muss sagen, dafür, dass das Spiel für mich eher Adventure-Charakter hat und weniger Horror, finde ich das gerade echt sehr geil. Hier kann ich nicht rein, ne? Aber wo... Vielleicht muss ich auch wirklich erstmal das Gel wegbringen, damit das irgendwas bringt oder damit ich überhaupt weiterkomme. War das im Dive Room? Ich glaube, das war im Dive Room, oder? Ich kenne mich hier halt wieder auch null aus. Licht an. Okay, das ist, glaube ich, nicht der Dive Room. Shit, ich muss mich erstmal wieder zurechtfinden. Das kann vielleicht ein bisschen dauern. Vielleicht habe ich auch Glück. Ich komme super wieder rein. Aber dieser Typ, was will er von uns? Okay, Friend, hi. Nein. We need to get you a new Cortex chip, just like the ones you find inside robots, so we can store your brain. Ja, aber Strukturgel. Wo kann ich das hier einsetzen? Das war bei denen, ne? Kann ich das jetzt hier einsetzen? Ich weiß, dass ich den Cortex-Chip brauche. Okay, dann nicht. Remote Control. Oh Gott. Omni-Tool schwenken. Ja, da werde ich nicht weiterkommen. Ah, shit, ich dachte wirklich, ich könnte das hier irgendwo... Da komme ich gar nicht durch. Ich könnte das hier irgendwo einsetzen. Zumindest im Taucheranzug. Aber vielleicht muss ich auch wirklich erstmal alle Komponenten finden. Und war mit dem Gel vielleicht ein bisschen früh dran. Na gut, dann gehen wir erstmal wieder rein. Cortex-Chip, also... Cortex-Chip und einen Akku brauche ich jetzt, glaube ich, noch, wenn ich mich recht entsinne. Aber ich weiß halt nicht, was der Typ macht. Ob der Typ überhaupt was macht. Kerosin brauchen wir nicht. Das bringt auch nichts. Hier bin ich, glaube ich, sogar schon alles durchgegangen, ne? Ich kann mich leicht erinnern. Aber... Ich habe jetzt das Strukturgel, was ich theoretisch auch brauche. Also, das weiß ich aber auch bloß durch den Ladebildschirm. Ansonsten wäre ich aufgeschmissen, aber... Oh, warte mal. Von hier sind wir gekommen, ne? Oh, was haben wir denn hier? Hatten wir das schon? Heute wurde außerhalb der Omnicron-Nebenstelle eine ungewöhnlich dieser orangen, was, Orange Row gefunden, der auf der Stelle schwebte. Er hatte bemerkenswerte Knochenwachstum, das seine Wahrnehmung zu stören schien. Habe ihm nähere Studien hineingebracht, wobei er sich aber dann versteifte und starb. Während der Untersuchung des Leichnams erwachte das Ding dann wieder zum Leben, außerhalb des Wassers. Doch, das hatten wir schon. Doch, das hatten wir schon. Ich kann mich erinnern. Aber hier kommen wir auf jeden Fall weiter. Oh nein. Ich weiß halt nicht. Er kommt mir jetzt nicht so feindselig vor wie die anderen. Mir kommt das eher so vor, als ob er uns irgendwie helfen will, aber...
Okay, ich gehe erstmal wieder runter. Ich habe das Gefühl, ich bin ein bisschen zu weit oder ich habe hier noch nicht alles erledigt. Hier zum Beispiel, hier sieht es doch ganz nett aus. Guck mal, hier gibt's. Okay, das sind Teerplatten. Ich wollte gerade sagen, hier gibt's lecker Essen aus dem Krankenhaus. Nö. Oh, was haben wir denn hier? Hey, Andrea? Ja? I was talking to Cameron about protein solubilization. Do you think we could break the aggregate and structure gel without flattening the configuration? Jesus, that was a mouthful. You've been listening to Cameron, that's for sure. What do you want, Raleigh? Can you blame me for trying to figure this out? I've been having the dreams too, you know. I don't know what to believe. Oh, I know. Everything from the sudden signal amplification in black boxes to having a comatose Dr. Ross locked up in the glass jar. We've all been going a bit nuts. Tell me about it. Feels like my head's about to explode. Hypothetically speaking, could we stop the WoW from mutating? It doesn't work like that. Even if there was a site alpha? Hypothetically speaking, I guess we could try. Really? Are you recording this? Sorry. I just... Sorry. Okay. Ist Riley sowas wie eine innere Spionin? Hier kann ich auch nicht nehmen. Und an den PC kann ich auch nicht. Okay, dann gehen wir doch hoch. Wollte ich zwar jetzt nicht unbedingt, aber ich dachte, ich kriege hier noch irgendwas. Den Cortex-Chip werden wir wahrscheinlich ganz irgendwo hinten erst finden. Wir haben noch irgendwas von Haien gerade gelesen. Oh. Okay, hier ist alles zu. Okay, da bin ich. Wir sind im oberen Bereich. Wuteingriff. Geht das? Okay. Das hat mal wieder funktioniert, das ist schön. Bevor ich hier aber durchgehe, einen Moment. Wir hatten auch hier noch irgendwas. Oh. Okay, wir können es immer noch nicht hören. Das wird bei jedem so sein, wa? Ich gehe trotzdem alle durch. Nur um sicher zu gehen. Schade, ja, hier geht's ja leider nicht. Da darf ich nicht hin. So, das ist der letzte. Okay, das werde ich mir wahrscheinlich wirklich komplett sparen können, aber kann ja sein, dass es wirklich noch diesen einen gibt, der uns irgendwas sagen kann. Hier ist eh zu. Was sagen, mir kommt das bekannt vor, aber ich glaube, auf der anderen Seite waren wir nicht gewesen. Hätte mich auch gewundert, aber man muss es ja versuchen. So, Power Room. Ich schätze mal, hier kriegen wir den Akku her. Ah, guck mal. Sind wir auch auf der anderen Seite. Okay, ich glaube, ich bin schon mal sehr richtig. Ich gehe trotzdem erstmal hier rein. Und das habe ich vollkommen vergessen, dass das Spiel anfängt zu stocken. Ständig. Aber wozu ist dieser Raum gut? Wenn wir hier nichts finden, wozu ist dieser Raum gut? Außerdem hat es gespeichert, wir müssen also richtig sein, theoretisch. Oh. Oh. Ist das... Ist das der, der uns die ganze Zeit die Botschaften gesendet hat? Ich kann hier aber auch nichts... machen.
Natürlich. Warum muss jetzt wieder der Strom in den Arsch gehen? Ich weiß, das hat sich ein bisschen falsch angehört, aber jetzt muss ich ja zu ihm, ne? Atme doch nicht so schwer, Junge. Ich werde so sterben. Ich würde gerne Lichter machen, aber ich weiß nicht, ob er mich dann sieht. Ich weiß nicht, ob ich hier unbedingt hin muss. War ich zu nah dran? War ich da? Oh Gott! Ich will bloß wissen, ob ich hier richtig war. Ich will bloß wissen, ob ich hier richtig war. Ja, nun mach das Ding auf, Mann. Nein! Okay, das Ding scheint nicht zu haben. Ich humpel zwar. Hä? Von wo? Ich sehe es nicht mal. Ich will das Licht auch nicht anmachen. Du bist jetzt nicht hier vorne, oder? Nein! Leck mich! Leck mich am Arsch! Oh Gott, Alter! Nein, Humpel, Humpel, Junge, Humpel! Humpel, Humpel um dein Leben! Nein! Komm, Alter, komm von der scheiß Ecke weg! Komm, 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 komm! War das richtig? War ich hier richtig? Nein. Ich lebe noch. Ich lebe noch. Bitte gib mir irgendwas, wo ich die Finger reinstecken kann. Also... Nicht falsch verstehen. Oder zumindest irgendwie Speichermöglichkeit. Ich sehe aber nichts. Alter, warum lebe ich noch? Leck mich, ich brauche. Ich will was zum Heilen. Wenn die jetzt hinterherkommt. Los rein, weil ich hier noch nicht war. Ich glaube, ich habe den Akku gefunden, aber... Oh. Ha. Ha, 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 ha. Oh ja. Oh ja. Ah. Danke. Und ich habe so das Gefühl, jetzt würden das Scheißvieh verfolgen. Aber wie schnell das auf einmal war. Ich wundere mich trotzdem, dass ich es hier irgendwie rausgeschafft habe. Ich weiß, ich wollte das lassen, aber trotzdem, ey. Hilfe. Kann ich an seinen PC? Nee. Oder ist das jetzt der Cortex-Chip? Ich weiß es nicht. Ich habe ja noch die Ebene im Keller. Alles Gute kommt aus dem Keller, ja. Wenn wir uns da mal hinbegeben. Nee, da drüben gehe ich nicht nochmal rein. Nee. Hier nicht rumspinnen, nicht rumspinnen. Wo waren das jetzt? Das müsste hier runter sein, ne? Genau. Okay. Wir haben 2 von 3 Komponenten. Läuft schon mal ganz gut. Ich muss aber doch irgendwie runterkommen, glaube ich, ne? Da
bitte nicht, ey. Ich habe jetzt nicht gespeichert. Kann ich jetzt vielleicht mal versuchen? Vielleicht habe ich ja Glück. Und das war schon der Cortex-Chip und ich komme jetzt irgendwie weiter. Oder dass es zumindest nochmal gespeichert wird. Alter. Die schaffen das aber auch wirklich, dass die Viecher irgendwie immer psychomäßiger werden oder auch immer schlimmer werden. Nein. Hier war ich. Vorhin. Das war das Falsche. Das war genau das Falsche. Ach, bin ich ein Dussel. Egal. Wie gesagt, ich will erstmal gucken. Vielleicht kriege ich es hin. Vielleicht können wir das jetzt benutzen. Schön wäre es ja. Ich will einfach nur, dass es speichert. Dankeschön.